Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Advance Wars Dual Strike. Kennt ihr das Spiel neu? Jetzt gibt's den ultimativen Feind. Boss ist Javier. Javier hat 7 Comtower gefunden und denkt so, ha, die Weltherrschaft gehört mir. Auch wenn er die ganze Zeit für uns gekämpft hat und von Bolt eigentlich der Oberbösewicht war. Es ist passiert, Javier. Er ist der feine Boss. Ja, und ich habe das schon ein bisschen vorbereitet, tatsächlich. Ja, Javier mit 7 Comtower, ne? Jeder Mensch hat Sünde in sich und er hat gemerkt, wow, er kann die ganze Welt kontrollieren. Er ist dem Teufel jetzt, dem Teufel zugekniet, weil, ja, 7 Comtower Javier heißt 70% extra Angriff, 70% extra Verteidigung. Wow, da brauchen wir Global Damage, um überhaupt irgendwie Schaden zu machen. Absolut ridiculous. Wow, wie sollen wir das gewinnen? Der hat 70-70. Das wird sehr spaßig, das wird sehr witzig. Er ist der ultimative Bösewicht, der ultimative Final Boss. Und so eine Advanced Boss Challenge hatte ich noch nie. Alle gegen Javier, los geht's. Wow. Ja, und der ist alleine, will auch alleine sein, weil ich kann euch sagen, du willst nicht wechseln, wenn du 70-70 hast. Das willst du nicht. Also hier, 4 Comtower. 3 weitere Comtower. 1, 2, 3. 70-70. Auf einer Straße 70% Verteidigung. Kanbei in Advance Wars 2 war overpowered, weil er 30-30 hat. Der hat jetzt aber 70-70. Einfach so. Guckt euch die Werte an. Wow. Turbestärke. Er hat 140-140, wenn er es macht. Turm ist Macht. Er hat 210-210. Er ist unbesiegbar. Können ihn sowieso nicht besiegen. Soweit er auf einer Base ist, auf einer Stadt ist, kann man ihm keinen Schaden machen. Weil in Advance Wars funktioniert das so. 100. Oh Gott, fängt schon gut an. 100% Verteilung heißt, du kannst nicht gewinnen. Deswegen, wir brauchen Global Damage. Rüstungsignorierenden Schaden. Abstrakt gesagt. Und das haben wir. Mit Von Boy, mit Maverick. Ja, und Colin und Kit sind einfach da, um zu nerven. So ein bisschen Pressure auszuüben. Und ja, ihr habt recht. Javier hat auch noch extrem hohe Verteidigungswert gegen Ferneinheiten. Warum dann Colin und Kit? Naja, mit Panzer brauchen wir gar nicht kommen. Ich meine, er hat 70% mehr Verteidigung. Was soll ich da mit Panzer ankommen? Das heißt, wir müssen aus der Ferne angreifen, auch wenn es fast gar keinen Schaden macht. Es ist halt schon am schlauesten. Ob ihr das glaubt oder nicht. Es wird so wild, ne? Wie viel Schaden der auch allein schon den Pipes da machen wird. Das will ich mir auch gar nicht ausmalen, wenn ich ehrlich bin. Oh, der ist Panzer! Ja, 74! Pipe hat nur 74 Leben. Ja, moin. So viel macht ein Kit Medium Tank, glaube ich, bei einer Pipe. Kleiner Spoiler, ist nicht normal, so viel Schaden wieder macht. Ja, ist es possible? Ja, weil die AI wahrscheinlich dumm ist. Wir wissen das ja, wie die AI in Advance Wars tickt. Nicht gerade sehr schlau. Würde ich den Javier kontrollieren? Keine Chance. Ungewinnbar. Ja, die AI ist zum Glück zu unserem Vorteil sehr dumm. Wissen wir ja mittlerweile, Advance Wars AI. Damit gewinnst du keinen Blumentopf. So ist es schlauer. Ich will nämlich schnell zum Flughafen, weil Bomber, Kampffilis werden wichtig zum Blockieren. Kann ich sagen, wir werden keinen Schaden machen. Soll ich das Drake geben? Nee, lieber Colin, glaube ich.
Drake muss einfach nur durchhalten. Ich weiß auch gar nicht wirklich, was wir mit dem anfangen. Wir bleiben mal schön hier, ne? Ich weiß nicht, was wir mit Drake anfangen wollen. Der wird jetzt so hardcore überrannt werden, ist auch wirklich most likely to wipe out. Könnte passieren, dass der echt... dass er alles verliert. Dass er rausfliegt. Weil mit 70% Angriffspower, das ist deutlich mehr als Advance Wars 1 Max, der hat 50. Ohne die Defense, ja, kannst du halt alles ganz schnell überrennen, ne? Ist ja kein Geheimnis. Ist ja kein Geheimnis dann. Und wie ist mal schön zum Airport, mein Freund. Nell, what's an Airport again? Gut, nein, Advance Wars 1 Memes. Ich weiß, die Colin-Artillerie macht gefühlt nichts, aber ja, besser als nichts. Oh, er kommt gleich durch. Kommt gleich schon durch und Artillerie. Jetzt will ich viele Shots brauchen, bis er durch ist, durch die Pipe. Stellen wir uns ganz provokant hier und halten ihn davon ab. Mit Drake müssen wir jetzt hier für die richtige Defense sorgen. Und mehr Geld wird er nicht bekommen. Mehr als das leider. Wenn ich jetzt Krabier wäre, würde ich mich frech hier hinstellen. Ich mache nur eh keinen Schaden gegen ihn. Das ist ja das Witzige. Ich mache nur eh keinen Schaden. Hier was einzunehmen? Nee. Wollte ich eigentlich auch Städte malen, aber es geht halt nicht. Man kann halt nur so eine gewisse Anzahl an Städten und Pipe-Teams malen, sonst hätte ich Ravi noch viel mehr Einkommen gegeben. Mir selbst auch ein bisschen mehr. Ich hätte halt viel mehr hinplatziert, aber mehr ging halt nicht. Und die Map ist schon maximal groß und wir brauchen die Größe, weil sonst ist auch ganz schnell vorbei. Wenn wir direkt neben Ravi starten würden, keine Chance hätten, uns irgendwie hier vorzubereiten. Wäre es auch nicht möglich. Jetzt hole ich die Airport doch nicht, ne? So. Die ist schon mal gut platziert. Die Artillerie. Noch zu Kids switchen. Lass mal erstmal. Kaufen erstmal billig ein. So. Kommt er durch. Ist aber mit dem Panzer nach 3 Zügen durchgekommen. Das ist unglaublich. Das ist ein Monster. Das lassen wir hier auch schön zu. Verdammt, ich brauche ein Dings. Anti-Air. Ja, wie lange wird Drake überleben? Das ist die Frage der Fragen. Yay, Baselock macht ja so viel Schaden, nämlich 0. Hawaii von Bolt hat plus 10 extra Angriff. Nee, aber wenn die Defense bei 100 ist, 0. Meine ich, dass es so hart ist. Wir werden es sicher ausfinden. Colin ist unser Rich Kid. Der muss die teuren Einheiten rausschießen. Geldtechnisch sieht schon mal ganz gut aus. Mit Colin. Wir bekommen 12. Fast so viel wie Javier. Nur eine Javier-Einheit ist mehr wert als 5 Megapanzer von uns. 5 Megapanzer gegen eine Infanterie kriegen die nicht kaputt. Das geht einfach nicht. Traurig, aber wahr. Die müssen halt leider Schaden erleiden, damit der Geldsegen erstmal kommt. Ach, cool. Es beginnt, Leute. Der Komtower. Oh nee, er macht da in Mitte auch noch frei. Muss halt die Komtower wegnehmen. Wenn die Komtower da in Mitte weg sind, haben wir immer nur ein 30-30 Ravier, aber er wird halt nicht gegen mich gewinnen.
Ups, Drake ist da dran. So, viel Spaß. Der Battle kommt hier nicht durch. Jetzt können wir versuchen, hier alles zuzumauern. Ich kann dir sagen, wenn er 70-70 hat, wird das nicht viel bringen. Der wird die alle wegsnacken. Der olle Javier. Da kommen schon auch die ersten Einheiten, yay. 0% Schaden, das sieht doch gut aus, Herr Mensch. Challenge ist so einfach, Cecilia, das kann doch jeder. Mhm. 0% Schaden. Prozent Schaden, ne? Cool, Prozent Schaden. Kein Kommentar. Das waren gerade 0%. Wir brauchen den Global Damage, wir brauchen die ganzen Powers. Und wir brauchen einen fetten Bomber von Colin. Ist der hier weg oft? Hat der Angst? Feuerartillerie von Colin? Sehr interessant, mein Freund. Haut ab, Feuerartillerie von Colin. Ich kann nicht mehr. Javier will die Welt, er schafft erste war feine Boss. Er hätte es gedacht. Ja, so stellen wir halt eine richtig geile Challenge vor, aber nein. Haben sie natürlich nicht gemacht. Weiß nicht, ob ich das öffnen will, aber früher oder später müssen wir zu den Kommentaren eh. Noch warte ich mit Kit. Es beginnt. Drama beginnt. Hat aber auch Aggression, der Typ, ja. Die Stadt ist weg. Müssen wir nicht drüber reden, warum die weg ist, ne? Wie soll ich einen Schaden machen? Ach stimmt, geht nicht. Elf Prozent, Mensch. Die Infanterie stirbt, wenn ich da engage. Das ist cool. Auch sehr fair, ne? Das ist das Beste daran. Tja. Weiß nicht, was ich tun soll. Sind komplett unterlegen. Tja, vom Void. Weil auch hier muss man den Laden mal stürmen. Weil hier würde ich ganz gerne versuchen, dann doch die Einheiten irgendwie in Position zu bringen. Oh, ein Schaden, Mensch. In der Luft, ne, wo die Einheiten 0% extra Defense haben. Da macht er einen Schaden. Was habe ich getan? Was habe ich getan hier mit dieser Challenge? Ich brauche mehr Infanterie, das geht gar nicht. Die werden jetzt sterben, wie die fliegen. Komm mal meinen Laden auf. Der Laden ist auf. Engage mich mit der Infanterie? Nein. Auf keinen Fall. Nie und nimmer. Mensch. First Strike. Null Schaden. Das ist der Final Boss. Und er ist stärker als Kohl da in Advance Wars Days of Rune. Es war die ganze Zeit Javier. Der absolute Endboss. Null Schaden. Na gut, das ist auch Colin, ne? Muss man fairerweise sagen. Braucht leider einen Megapanzer. Wenn wir keinen Megapanzer haben, geht's gar nicht hier. Geht's einfach null voran. Oh, hab ich den die ganze Zeit vergessen? Sorry.
hauen Geld sehen ganz dringend. Jetzt kommt's. Die Artillerie wird alles vor uns zerstören. Oh Gott. Wie viel Schaden? 31 nur? What? The actual fuck. Wie 31? Wie viel krieg ich zurück? 500? Null Schaden. Wir müssen uns kaputt... Das ist halt so... Los, schlag mich. Ich brauche meine Gabe. Los, schlag mich hier. Ein Schaden, 8 Schaden. First Strike. Und dann kommen Leute und sagen mir, ja, kann Bell, das ist so overpowered. Schon mal gegen Javier mit 7 Kommtower gespielt? Ich hatte erst überlegt, auf 8 zu gehen, aber ja. Ich glaube, 8 ist dann noch ein bisschen too much. Weil 8 heißt, selbst im Wald ist es unbesiegbar. Also irgendwie muss man ja schon gewinnen, ne? Wäre zumindest in meinem Sinne, dass man irgendwie gewinnen kann, wäre ganz cool so. Ja, Drake, du Sandbag-Machine. Vor allem, wir kriegen ja nichts weg und er kriegt immer mehr. Das ist ja hier die Schwierigkeit. Kriegen nichts weg und er kriegt immer mehr. Ich greife gar nicht erst an. Warum soll ich da angreifen? Das nützt ja nichts. Hier auch. Und wir spielen vom Volt. Null Schaden. Zweimal geschossen, First Strike, Artillerie. Null Schaden. Mit von Bolt. Mensch. Das ist halt wirklich eine Ansage. Also, wenn ihr eine Herausforderung haben wollt, gebt Javier 1 Million Türme, dann werdet ihr des Lebens nicht mehr glücklich. Ich glaube, ich mache mal eine Infanterie-Runde. Und dann bauen wir irgendwie einen Neo-Tank oder so. Colin, ganz ehrlich, was kannst du eigentlich? Null Schaden. Null Schaden. Vielleicht sollen wir doch mal auf Kids switchen, ich weiß auch nicht. Nur so eine Idee. Ne, ich will noch einen Geldsegen durchkriegen. Ich kaufe mir jetzt gar nichts wahrscheinlich. Sag mal. Sag mal. Das sind 40% Defense. Das sind 90%. Nee, 80% Defense. Schlimm genug. Wie? Meine Infanterie geht ja jetzt schon kaputt. So schnell. So schnell ist schon Game Over hier. Ich krieg ja... Ich hab den 2 Schaden gemacht. Das ist eine Infanterie. Die hält nichts aus. Was ist denn, wenn der jetzt einen Neo-Tank baut oder so? Der ist aber komplett vorbei. Ich brauche ein Geldsegen. Ganz dringend. Just saying. Dringend Geld sehen. Brauchen vielleicht echt einen Kampfheli jetzt aber auch noch. Zum Blocken. Nein! Egal, der kann auch blocken. Der kann das auch. Javier ist dran. One Shot, klar. Gut, dass sie beschäftigt sind, dass die AI so dumm ist. Aber selbst die dumme AI macht mir gerade ein bisschen Angst. Ja, die Gaben kommen. Leider auch Javiers Gaben. Ja. Der Moment, wenn Kampffeli Anti-Erz zerstört.
Harte Zeiten, ja, harte Zeiten. Was tue ich hier gerade? Wie soll ich denn den Freaky Weaky hier wegmachen? Den Recon. Wie? Wie stellt ihr euch das vor? Ich brauche irgendwas ganz Dickes. Ich muss sparen mit Drake. Das hier ist einfach so heftig. Bumm. Kein Damage. Null. Nichts. Gar nichts. So, du bist aber auf der Brücke, mein Freund. Ein Schaden. Null Schaden. Ridiculous, wow. Braucht 5 Artillerien, um die Infanterie leicht zu beschädigen, gefühlt. Jetzt kann ich einen Bomber kaufen. Ui. Jetzt könnt ihr echt einen Bomber kaufen. Machen wir auch. Von Bolt Bomber. Ja, der wird tatsächlich Schaden machen. Nicht viel, aber der kann Schaden machen. Oh, Colin, jetzt mach hin hier mit den Geldsägen. Ich brauch den ganz dringend. Null Schaden, null Schaden, null Schaden. Und null Schaden, Mensch. Colin, super. Good job. Ich glaube, Colin kann gar nichts gegen Javier ausrichten mit seinem Minusangriff. Hallo? Du bist auf der Straße. Ihr merkt, ne, was ich hier getan habe, ist, ich habe ein ganz großes Monster erschaffen, was nicht lustig ist. Was habe ich getan? Was habe ich getan? One-Shot, klar. Ja. Oh, was? Kein One-Shot? Oh, guck mal, was Javier hat. Kann vom Gott zum Gottesgott werden. Das ist doch gut. Wir hatten das ja schon mal, ne, im Stream. Diese eine Map, wo ich auch irgendwie 4, 5, 6 Kommentare hatte mit Javier. Der ist einfach noch stärker jetzt. Und das merkt man. Oh, 17 Schaden, wie cool. Ich greife lieber mal nicht an. Oh, ein Schaden. Oh, Mensch. Was ist denn da los? Can't believe I've done this. Hier haben wir jetzt auch ein bisschen ein kleines Problem, ne? Na gut, ich hab das nächste Anti-Air. Holla. Ja. Der reicht uns nicht. Ich greife nicht an. Was ein Zufall. Okay. Je weniger Leben Gegner in Advanced haben, desto weniger halten die aus. Das war's schon fast mit Drakes Armee, ne? Dezimiert. Dezimiert. War es einfach mit Drake's Armee. Ich will hier schon fast die Gabe zu machen. Wechsel mal zu Olaf. Wir brauchen Dual Strike, wirklich. Jesus Christ. Aber vielleicht lässt mich der Bomber ja nicht im Stich. Hm. Ein Damage, ein Damage. Ein Damage. Ah, I see what you did there. So, der Bomber.
Sesam, öffne ich. Mal gucken, wie viel Schaden der Artillerie macht. Nicht viel, kann ich euch jetzt schon sagen. Es ist nicht viel. So. Colin. Vor allem gleich kommt ja der absolute Super-GAU. Javier mit seiner Supergabe. Och Mensch, einen Schaden haben wir schon mal gemacht. Das ist doch was. Ein Schaden. Nett. Null Schaden. Einen Schaden, wow, Colin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's gar nicht so gut. Und das wohl kommt. Ich hoffe, wir haben gleich den Geldsegen. Oh, ich weiß, was Javier gleich hat. Oh. Apokalypse. Den One-Shot, der tatsächlich mal Anti ja mit einem Heal. Oh, cool. Er ist durchgebrochen. Und da ist ein Anti, ja, das war's. Ich brauche gar nicht angreifen auf dem Berg, come on. Kleines, großes Problem. Ich brauche Geld für einen richtig dicken, fetten Panzer. Wirklich. Titanpanzer reicht nicht, es ist Javier. Wir brauchen wirklich den Megapanzer. Mensch, nach 500 Artillerieschüssen haben wir endlich den hier besiegt. Man glaubt es kaum. Wow, das ist die erste Einheit, die von Javier zerstört wurde. Amazing. Und jetzt bringt der Bomber auch absolut nichts. Also absolut nichts, ne? Auch hier brauchen wir vielleicht eventuell einen größeren Panzer. Ganz eventuell. Vielleicht sollten wir dafür mal sparen. Geht's, Ding? Los geht's. Das macht ja auch plus 10 Angriffskraft, was super ist. Bomber. Oh ja. Raketenwerfer. Hier auch bitte Raketenwerfer bauen. Das sieht schon ein bisschen anders aus jetzt. Trotz extra Angriff, null Schaden. Hallo? Ich hab da extra meine Angriffskraft geboostet. Was wollt ihr denn jetzt hier? Man muss ja nur die Türme klauen, ne? Wie kommt man hier durch? Wisst ihr das? Ich weiß nämlich nicht. Es wird die Gabe. Die Gabe wie jetzt, Leute, die, also die Supergaben der Dual Strike. Alter, ist das hart. Ach Mensch, ja. Ich widme diesen Sieg meiner Rüstung, ja. Der Sieg wird wirklich.
Also nochmals mitschreiben, der hat jetzt plus 210, 210. Nochmal so zu mitschreiben, ne? 210, 210, das sind Werte, die sind eigentlich gar nicht möglich in Advance Wars. Wow, ja, damit ist passiert, er ist durchgebrochen. Der Kampf-Feli gewinnt gegen einen Anti, ja, der 8er Kampf-Feli. Okay, der One-Shot jetzt alles, ne? Ja, selbst die Pipe-Steam, ja. Und vor allen Dingen den Gegenangriff, den er leidet, ist niente. Also wirklich gar nichts. Das Schöne ist... Wir haben den. Das ist wirklich gut. Seht ihr diesen amazing Damage, den wir austeilen? Selbst mit einem Megapanzer würden wir jetzt wahrscheinlich kaum Schaden machen. Kaum bis gar nicht. Und Olaf ist schon was. Hier oben sieht es ja etwas besser aus. Ja, null Schaden. Aber ich weiß halt auch jetzt nicht, was ich mit von Bolt machen soll. Wenn er hier keinen Damage macht. Wir verstehen uns. Wow, was habe ich getan, Leute? Ich habe wirklich ein Monster erschaffen. Für die dachten, es ist schwer. Ich dachte auch, es wird schwer. Es wird sauschwer, dachte ich. Aber das hier übertrifft jetzt über meine Erwartungen. Bei Weitem sogar. Ich brauche den jetzt wirklich gar nicht angreifen, weil ja. Munitionsverschwendung, apropos Munition. Nee, 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 nee. Dann stirbt er am Ende noch. Pass auf. Geldsegen. Vielleicht kriegen wir noch einen Geldsegen, wer weiß. Ich muss ganz dringend zu Kids switchen. Boah, ich verliere meine... Meine ganze Artillerie verliere ich. Guckt euch den Mist an. Wir brechen halt jetzt hier raus, die unbesiegbaren Einheiten. Das ist doch absoluter Mist. Hashtag Munitionsverschwendung. Machen wir nicht. Wir müssen jetzt zu Kit wechseln. Das geht nicht anders. Ah, wir haben noch den Bomber. Das geht einfach nicht anders. Wir müssen zu Kit wechseln. Vielleicht reicht der ja ein bisschen was. Immerhin ist er so nett und macht uns schon mal den Turmbereich da auf. Ja, der Megapanzer wird vielleicht ein bisschen was noch halten können, aber so langsam brauchen wir einen Dual Strike und den kriegen wir auch. Wenn man sich die Leiste anschaut. Wow, kein One-Shot. Oh, die Artillerie. So, jetzt aber 4 Damage auf alle Einheiten und das ist genau das, was wir brauchten. So habe ich die Mission auch konstruiert. Weil sonst wäre es ja nicht möglich. So. Das Blöde ist, jetzt haben wir auch Nebel, ne? Wen juckt's? Wenn Drake dran ist, haben wir halt Nebel. Hey, 55 Schaden. Sehr gut. Zahlen, die sogar gut sind für uns, Mensch. Ganz ehrlich, diese Artillerie muss weg. 0 Schaden. Oh, yes. Sag ja. Der Megapanzer war es letzten Endes, den wir brauchten. Und nichts anderes. Ich greife hier nichts mehr an, ey. Ohne meinen Anwalt mache ich nichts mehr hier. Das war jetzt voll Müll mit Infanterie.
Jetzt kommt Drake, macht alles neblig, was absolut scheiße ist. Aber hey, die zwei Schaden nehme ich gerne. Yes! 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 So gut, ne? Trotzdem jetzt hier nicht übermütig werden, ne? Javier ist trotzdem noch eine Maschine, ein Monster. Ein Dämon. Das wird Trails. Einfach alles zu spammen. Okay, das sieht schon mal... Ja, Leute, was ist das? Oh, Black Bomb, die ist verboten. Challenge, keine Black Bomb, die wäre ja komplett lächerlich. Ist die ganze Challenge hier kaputt. Ich brauche einen dicken, fetten Panzer. Titanpanzer ist nicht gut genug, leider. So gern, wie ich es hätte. Reicht nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. 6%. Kit regelt, wie man es kennt. Danke. Dass du manchmal einen Schaden machst, Kit. Ich bedanke mich sehr groß dafür. Wow. Ja, die Ferneinheiten, ich weiß ja nicht. Geht's aber nicht hier. Danke. Mit Kit, ne, der übelst viel Angriff hat bei Fair99. Zwei Schaden nicht zurückbekommen, sehr gut. Yay, yeah, wir machen Schaden. Javier kann besiegt werden, das ist ein Zeichen. Ich glaube, wir brauchen Missiles, so blöd wie es klingt. Wie sollen wir irgendwie einen Bomber oder so sonst zerstören? Ich glaube, wir brauchen echt enge Missiles. Na, Gabe? Ne, zum Glück nicht. Hat ja auch immer 50 Gaben aktiv, ohne eine Gabe gemacht zu haben, basically. Ey, die geschwächten 6er-Einheiten zerlegen alles. Das ist doch unglaublich. Die geschwächten 6er-Einheiten zerlegen alles. Was geschieht hier gerade? Den Megapanzer kriegen die aber nicht kaputt, das sehe ich schon. Was sehr gut für uns ist. Aber hier, wie soll ich die wegkriegen? Wie soll ich die verdrängen? Danke. Nach all den Jahren. Ich versuche gegen die Heli. Tja, wir brauchen mehr Megapanzer. Generell mit allen Chars hier. Ein Schaden.
keinen Schaden. Die haben doch wohl einen Schaden, denke ich mir da so. Ja, Mensch. Mensch. Na, Bomber gegen... Ja, genau, bestimmt. Das werde ich bestimmt tun. Das ist ein sehr guter Trade. Oh, endlich. Wir haben ihn. Den dicken, fetten Panzer. Zack. Die extra Angriffskraft darf man wirklich gar nicht verachten. Die extra Angriffskraft darf man wirklich gar nicht verachten. Null Schaden. WTF, was ist denn hier los? Ein Schaden. Rundrum Transportpanzer hier schon wieder kein Muni mehr. Ja, war sehr effektiv auf jeden Fall. Oh mein Gott, was habe ich getan mit Gravier? Ich habe so ein Monster erschaffen. Ein Schaden noch, 3 Artillerieschüssen nach einer Kitgabe. Komm aus dem Dauergrinsen nicht mehr raus, Leute. Was hier gerade abgeht. Das war nicht schlecht. Jetzt werden wir wechseln und Colin übernimmt wieder, der Honk. Mit seiner nächsten Runde irgendwie teure Einheiten und das kriegen wir nicht. Ich muss nur diese Festung von Ravi. Ich muss nur die Festung von Ravier da einnehmen, sprich die Comtower wegnehmen. Haben wir es geschafft. Nur, ne? Nur. Vor allem jetzt, wo ein fetter Panzer draufsteht. Eigentlich kein... Was? 3 Schaden! Kampffeeling gegen Megapanzer. 3 Schaden. Megapanzer steht auf einer Stadt. Alright. That makes sense. I guess. Ja, jetzt brauchen wir sowieso nicht angreifen. Ne, wir brauchen gar nicht angreifen. Das ist 210, 210. Das ergibt keinen Sinn. Nee, er war auf der Straße tatsächlich trotzdem. Wie viel Schaden der gemacht hat, ey. Brauchen gar nicht erst angreifen. Zeitverschwendung. Auch hier brauchen wir gar nicht erst angreifen. Ich probiere trotzdem hier mal einen Shot. Warum auch immer ich das tun wollte. Der Retter der Enterbten kommt. Noch weniger Verteidigung jetzt ohne von Bolt, aber Maverick muss die Gabe auch voll machen. Geht's ihn? Na, noch nicht nächste Runde. Also zu schlecht leider. Ja. 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 Ach, der hat ja die Scheiße aktiviert. Ich vergesse es. Samurai Spirit auf Super Crack, mit anderen Worten. Hey, hier hat er mal einen Fehler gemacht, der Javier.
Jetzt hat Javier trotzdem Fehler gemacht, weil jetzt können wir den hier machen. Einfach rein, Lachs. Das war jetzt schon ein Fehler tatsächlich. Jetzt können wir ja schön rein. Nichts kaufen, Geld sehen wird kommen. Ja, boah, hier. Infanterie. Noch nie jemanden geschaut. Wow! Kein Benzin mehr. Drake und Olaf, ne? Die beiden. Darf ich mal anmerken, dass der Battlecopter gerade mal Antia zerstört hat? Wollte ich mal nur so erwähnt haben. Ne? So als kleine Randnotiz. Prozent. Prozent, wie man's. Mein kein Gegenangriff. Das ist schon mal was wert. Will man auch meinen beim dicken, fetten Panzer da. Oh Gott, was habe ich hier für Monster erschaffen? Wir können einfach nur alles zumüllen mit Infanterie. Das ist das Beste, was wir können, weil kämpfen mit diesem Monstrum. Nein, danke. Sagen wir es nur so. Nein, danke. Das geht in die Advance Wars Geschichte ein, dieser Part. Ja, come on. Yes, Maverick, los geht's. Los geht's, der Bomber. Der Bomber. Was mit dem Bomber? Was hat er bewirkt? Ach, stimmt, gar nichts. Mensch. Ja, endlich ist er weg. Oh, hier ist aber ganz schön. Freifahrtschein? Lass mich jetzt nicht nehmen. Wenn er es nicht bewacht, dann wird er jetzt mit den Konsequenzen leben müssen. Das könnte ein Riesenfehler sein. Ja, die AI ist halt nicht gut genug eigentlich für die Challenge. Perfekt spielen würde, wäre es aber auch wahrscheinlich möglich. Ah, noch ein Bomber, komm. Geld sehen. Ah, wollen wir noch eine Runde warten? Nee. Komm. Ist ja nicht nur, dass wir jetzt Geld bekommen, sondern dass wir jetzt auch mehr Angriff bekommen. Das ist ja auch so ein Ding. Zwei Schaden. Really not bad. Alles andere... Hier mit der Infanterie. Der Helikopter. Was soll ich denn tun, wenn es keinen Schaden macht? Das muss da irgendwas machen. Ja, null Schaden. Ja. That's it, null Damage. Dafür können wir jetzt diese schöne Play machen. Oh, es reicht nicht für noch einen. Brauche ich doch einen Titan. Was soll's. Vielleicht wird er ja doch nützlich. Ich zweifle das irgendwie, aber naja. Bleiben natürlich bei Colin. Ja, viel Geld hat er nicht, der Javier, aber braucht er das? Die Einheiten unbesiegbar sind, nur als One-Shotten. Nichts zu machen. Ich kotze auf Javier.
Ich kotze mich nämlich richtig an. Ich kotze auf Javier. Was ist das? Zu gut, um es nicht zu machen. 3 Schaden, 2 Schaden bekommen. First Strike Anti-Air gegen Battlecopter. Ich sag's euch, die Megapanzer. Die einzige Möglichkeit, Javier zu besiegen, ist mithilfe der Megapanzer, wenn er nicht die Gabe hat. Ist ja auch die Voraussetzung, er darf nicht die Gabe haben. Immer wenn die Glocke kommt, beende ich den Zug. Ist auch witzig. Nochmal Platz für die wahren Champions. 2 Schaden mit dem Bomber gegen einen Jagdpanzer, der auf der Ebene steht. 0 Schaden. Mensch, hier ist aber deine Flanke offen gelassen, mein Freund. Das wird teuer zu stehlen, komm. Das könnte echt ein Riesenfehler sein. Von ihm. Herausfinden, ob das wirklich der Tat entspricht. Bim, 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 bim. Bis von Bolt und Maverick nochmal fertig sind mit der Gabe. Ist die das mal aufgeladen? Vier Munition hat er immer noch. Ja, ich will den aber leider hier haben. Ah, der kommt nicht so weit. Ja, gut. Yes! Colin hat mal was erreicht! Wow. Wow. Progress. Ja, Begeisterung. Ah, kann da gerne stehen bleiben. Schön hier hin und jetzt hier. La Bomba. 2 Schaden. Bomba gegen Infanterie. 2 Schaden. That makes sense. Ja, wir sparen das Geld für einen größeren Geldsegen, würde ich sagen. Gucken wir mal, was er gleich wieder voll hat. Unser bester Freund. Unit Count ist riesig auf unserer Seite, ist mir schon klar, aber was bringt es, wenn man die Einheit nicht töten kann von ihm? Wir brauchen ganz dringend jetzt den Deus Ex Machina. No chance, Leute, no chance. Es geht einfach nicht. Wenn die nicht los. Ah! Hollab. Der nächste dicke, fette Panzer steht. Den kriegt Javier nicht weg. Wenn er seine Pläne nicht ändert. So, Maverick, was geht hier? Hä? Also können wir die Comtower natürlich auch bekommen, ne? So ist nicht. Das meine ich halt, die AI, Leute. Das ist doch nicht normal. Trotzdem, es war ein Sight to behold hier, was wir hier gesehen haben. Jetzt schon. Ein Schaden. Bomber gegen Recon. Einen einzigen Damage-Punkt. Das war allerdings sehr gut. Das hat gezwiebelt.
Ich weiß auch nicht, was mit dieser einen Artillerie nochmal soll. Die können sich hier mal gerne regenerieren. Sieht echt gut aus, weil der oben halt nichts hat. Mal sehen, wie viel Infanterie da jetzt kommt. Nächste Runde noch ein Dings. Abbei. Muss. Geht's ihn. So, dann wollen wir mal. Zwei Schaden. Naja. Kann halt echt nur lachen, ne? Ui, das war auch zwei Schaden. Mit anderen Worten nicht gut. Ey, diese ganze Ferneinheiten, die bringen einen Scheiß. Das liegt nicht nur an den Comtor, es liegt an Javier selbst. Erhöhte Verteidigungswerte gegen Ferneinheiten mitbringt. Es wird schwierig, hier durchzustoßen für unseren Freund. Aber jetzt, zack. Na, auch wieder nur enthalten, naja. Aber damit muss es so langsam möglich sein, die wegzudrängen. Sagte sie und dann passierte dies. What the fuck? Greift Neotank an, kriegt keinen Gegenangriff und macht einen Schaden. Ein 4er Flak gegen 10er Neotank. Ah, jetzt kriegt er doch Bammel da oben, ne? Ich hoffe, es ist zu spät. Ah. Da war ja was. Guckt euch das an. Megapanzer gegen Infanterie auf Straße. 0 Schaden, 1 Schaden. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Bei der Kacke. Wie gesagt, was habe ich getan? Maverick willst du nie vollkriegen. Ey, ich klaue dir jetzt deinen Quatsch da. Das war kein Comtower, ich klaue es dir. Oh. Javier, es wird ganz schön ungemütlich für dich, mein Freund. Da hat er echt nicht aufgepasst. Wie gesagt, diese Advanced Wars AI. Okay. Dann halt nicht. Keine Chance. Transport Heal. Also wenn er da echt nicht aufpasst, können wir so gewinnen, ne? Das funktioniert auch. Und die Gabe füllt sich auch nicht, wenn ich keinen Schaden mache. Das ist halt auch toll. Die Gabe fühlt sich halt null, wenn ich keinen Damage mache und ich mache keinen Damage. Da. Hab das. Die Definition von kein Damage. Angreifen brauchen wir ja gar nicht erst. Ihr wisst ja, wie es läuft. Das Schöne ist, der ist ja jetzt ein bisschen eingemauert.
war klar. Hallo, Armmaster mal? Wie viel willst du noch zerstören? Ja, genau, der Mech. Ja, genau. Der Mech, der den Neo-Tank zerstört. Wir reden ja nicht von Nil, das ist einfach nur mal jetzt. Bisschen spät, mein Freund, aber. Leider trotzdem noch schlimm genug. Wer weiß. Zwei Schaden. Ja, wir rücken jetzt ein bisschen aggressiv raus, aber hier. Sagen wir es mal so, wird nicht mehr lange leben, ne? So, jetzt will ich mal. Ey, wir können nichts machen. Aber hey, wir haben ihnen diese Base, diese Stadt geklaut. Doch hier, drei Schaden. Los geht's, Maverick. Zwei Schaden, vier kassiert, Rückstoß. Unbelievable. HQ Cap? Oh, das HQ ist richtig exposed. Wenn ich das hier blockiert, hätten wir gewonnen, ne? Habe ich halt nicht blockieren können, das ging nicht. Jetzt wollen wir den nächsten gleich. Oh! Ah, ich hätte vielleicht hier drauf lassen sollen, naja. Also, ich will nicht so auch nicht gewinnen, das war nicht part of the plan. Der hatte noch Munition. Der hatte noch Munition. Du wirst ihn nicht regenerieren, mein Freund. So. Jetzt ist passiert. Die Base ist weg. Ist komplett geblockt. Gone forever. Nicht mal ein Schaden. Das wäre auch zu viel verlangt, ne? Nicht mal ein Schaden. Ich hab's euch gesagt, Javier auf eine Stadt ist literally unbesiegbar. So funktioniert Advanced Wars. 30 extra Defense, 70 hat er. 100% Defense, unbesiegbar. Willkommen bei Advanced Wars. Hier nicht wahr sein. Hey, drei Schaden. Nicht gedacht, dass man sich darüber freut, wenn der Neo-Tank auf einen Speer drei Schaden macht. Aber ja, ich freue mich darüber. Geldsegen, darüber freue ich mich auch. Dann wechseln wir vielleicht mal wieder zu Kit, wer weiß. Ah, ein Schaden. Ein Schaden. Ein Schaden und? Nichts, Mann. Ich hoffe, der Copter stürzt gleich ab. So, jetzt haben wir zwei Mega-Panzer gebaut. Das muss jetzt aber echt reichen. Jetzt wechseln wir zu Kit. Der hat auch schon einen Scharfschuss ready, was auch super ist. Tja, Ravier, ich weiß nicht, da oben wird es ein bisschen ungemütlich. What the fucking hell? Er hat einfach mit dem Jagdpanzer mal ohne Gabe. Er hat einfach den Megapanzer zerstört mit dem Jagdpanzer. Wow. Was durfte ich da gerade miterleben? Okay, jetzt wird es hier echt sehr unangenehm.
Also lange hält er nicht mehr durch, ne, der Drake. Lang macht das nicht mehr. Der macht's echt nicht mehr lang, ich hab ja kaum noch was. Upsi. Dass die aber auch noch nicht einmal zum Zuge kamen, ne, mit ihrem Quatsch. Wollen wir gar nicht probieren. Ich weiß bereits, wie es ausgeht. Ah, ich will den Comptower. Mm. Oh. Let's go. So langsam wird es wirklich ungemütlich für Javier. Oh, Javier, wie ich ihn früher genannt habe. Alles klar. Null Schaden. Und ich kann nicht sagen, warum der null Schaden nimmt. Auf dem Comptower steht. 100% Defense. Munitionsverschwendung, sage ich euch. Aber hier wird es echt düster. Einfach überrennen wird. Damit gerechnet ist das. Oh, shit. Hätte nicht runtergehen dürfen. Hätte gerechnet, dass das die Lösung ist. Einfach überrennen. Aber ja, es ist in der Tat die Lösung. Mal gucken, was er macht. Der Scharfschuss. Nicht viel, wahrscheinlich. Hm. Ach Mensch. Doch. Aber kann ich leben. Moment, wenn Kid mit einem Scharfschuss einen Damage macht, wenn man sagt, ja, ist okay. Ist nicht schlecht. Das ist schon funny. Nicht gedacht, dass so ein Moment existiert, aber es erst ab. Komm, blockieren wir hier. Füllen wir den nach. Dann hat er wieder die volle Munition. Der letzte Schuss. Ein Schaden. Tot. Ey, 5 Artillerie oder so, ein Bomber und dann ist ein geschwächter Panzer mal gerade kaputt. Das ist so amüsant, ne? Das glaubt ihr nicht. Bloß die geschwächten Einheiten irgendwie joinen. Unser Vorteil ist der Unit Count. Ich jetzt hier joine, verliere meinen Vorteil. Wenn ich jetzt zum HQ gehe, ihr glaubt doch wohl selber nicht, dass der jetzt sagt, ja, schenke ich dir das HQ. Ja. Nichts zu machen. ...90% Verteilung, egal. 2 Schaden. Sehr gut. Ja! Ganz still und heimlich einfach klauen. Leider hat es noch nicht für einen Dual Strike gereicht, ne. Ich könnte jetzt hier ein paar Einheiten opfern, aber ich will das nicht. Brauchen die noch. Hier reicht es auch nicht für Dual Strike, auch da könnte ich ein paar Einheiten opfern und eventuell den Wind schießen, aber ist das, was mir reicht. Mit dem Flughafen bekommen wir irgendwelche, aber nicht bekommen. Guck mal, was da alles auf uns zukommt.
Jetzt nicht fürs HQ, ich mach Folgendes. So. Gleich klappt's ja. Wer glaubt dran? Ah, richtig niemand. Der sollte auch bald keinen Treibstoff mehr haben. Oh mein Gott, aber ich realisiere gerade was. Guck mal, wo wir sind. It's finally happening. Oh, einer ist weg gleich. Ein Comtower ist gleich weg und das wird ein Weltenunterschied sein. Einer ist gleich weg. Ich fass es nicht. Wir haben es geschafft. Das war eine der schwersten Challenges ever, ey. Boah, war es brutal. Der ist weg. Der Comtower, wie soll er den kriegen? Ich wüsste nicht wie. Ja, Kit, was machen wir mit dir? Null Schaden machen wir mit dir. Selbst der Megapanzer macht 0 Schaden, wenn der Gegner 100 Defense hat. Da haben wir es doch wirklich schwarz auf weiß gehabt. Das hat mir nie einer geglaubt. 100% Defense in Advance, das heißt 100%. Das heißt 0 Schaden. Wirklich, das habe ich schon so oft Leuten gesagt. Nie hat es mir jemand geglaubt. Jetzt habt ihr schwarz auf weiß. Es wird wieder Zeit für Colin. Ich meine, was soll ich mit Kit jetzt machen? Macht ja eh keinen Schaden. Baby. Eine Stunde 12 schon, ne? Das ist ein Finale. Das ist wirklich ein Finale. Warum war es nicht so im Spiel? Weil Javier halt nicht zum Bösen wird. Oh, One-Shot, cool. Oh, One-Shot, cool. Of course! Of course! Of course! Of course! Oh, er hat aber nicht aufgepasst, der Idiot. Er lässt einfach seinen Comtower so gehen. Ist er verrückt? Ja, jetzt denkt er sich so. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Nach ungefähr 1 Stunde 20 ist er tot. Ich weiß nicht, wie er das comebacken will. Jetzt verliert er auch langsam die Comtower. Das größte wäre ich für eine HQ-Capsule, ne? Now it's over. Ach ja. Ich hatte ja auch gerade seine tolle Gabe aktiviert. Da war ja was. Auf Straße. 100% Verteidigung. Keine Chance. Und der Nebel verschwindet und nochmal Schaden. Marvai kommt gleich auch noch von Bolt. Nochmal extrem viel extra Schaden. Heißt 100% Verteidigung, Leute. Hier. Nix zu machen hier. Mega Panzer gegen Infanterie auf Straße, nur eine Energie hat. Hat nicht gereicht. Kennt man, ne? Ich denke, ihr habt's verstanden. So, mein Freund, jetzt sieht's ein bisschen kacke aus. Jetzt sieht's ein bisschen kacke aus, will ich, mein Freund.
Oh ja, vor allen Dingen ist jetzt... Jetzt erst recht. So, jetzt klauen wir ihm den Tower. Ein Tower weniger. Aber ihr seht, der Schaden... Ach so, gut, weil die Gabe nur aktiv ist. Gut. Das war richtig. Das mag dann wohl stimmen, daran nichts natürlich auch. Hier wird's schön. Und ja, ich hätte das HQ einnehmen können, aber where's the fun in that? Bisschen will ich noch herumspielen mit unserem Freund Javier. Ihr merkt, dass wir null Schaden machen, ne? Immer noch. Jetzt hat er schon zwei Kom-Tower verloren. Der Affenarsch. Null Schaden. Wie sieht's jetzt aus? Null Schaden. Wie sieht's jetzt aus? Nicht gut sieht's aus. Wir machen immer noch null Damage. Hä, was ist das, ey? Wir machen immer noch null Schaden. Ich meine, wie viel Kom-Tower hat er jetzt noch? Vier. Javier mit 4 Kom-Tower. Das kann sogar in einem Competitive Match passieren. Immerhin kannst du ja auch schon echt die Kugel geben, wenn das passiert. Aus Gründen, die man hier sehen kann. Null Schaden. Null Schaden. Nein, lass mich doch Geld sehen. Ich krieg natürlich alles hin hier, ne? Die heftigsten Challenges. Ich hätte es ja gerne noch schwerer gemacht, aber ich konnte halt nicht mehr hinstellen. Null Schaden. Null Schaden. Null Schaden. Still. Nach all den Einnahmen der Kom-Tower immer noch null Schaden. Das macht Spaß. So, Javier, jetzt sieht's aber wirklich nicht gut aus, ne? Wenn wir ehrlich sind. Oh, seine Einheiten sterben. Och. Och. Und schon haben wir gewonnen, ne? Kom-Tower weggenommen und schon ist es möglich. Wir sind 4 Kom-Tower, Javier. Der ist immer noch super stark. Man stellt sich raus, nicht mehr stark genug. Kann ich sogar so dreist sein? Oh ja. Wir machen Schaden. Was ist denn hier los? Wir können Schaden machen. Mehr als 1 oder 2 und noch 5 Angriffen 1. Wir machen Schaden. Leute, wir sind erlöst. Vor all den Leid. Vor all den Todesqualen. Dann kann ich auch wieder ganz normal Kampf, Jagdpanzer und so. Kampfpanzer. Alles möglich bauen. Wir machen Schaden. Ich fass es nicht. Wir machen Schaden, Leute. Wir machen Schaden. Glaub es nicht. Ja, und der ist jetzt generell so... Okay, das war immer noch eine starke Verteidigung. Aber jetzt ist es vorbei. Game over nach all den Jahren, Javier. Nach 1 Stunde 20 verlierst du deine Power. Nichts mehr Tower of Power, es ist vorbei. It's over. It's so over. Oh, das ist eine geile Herausforderung, gell? Endlich geschafft.
können wir auch dreisterweise das machen. Ja, es war einmal kurz davor, dass Drake und Olaf gestorben sind. Da hat nicht mehr viel gefehlt. War kurz davor, das war nicht genug. Das reicht leider nicht, Javier. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich bin so froh. Was willst du mal mit deinen einen erbärmlichen Kommentar? Okay, er hat noch drei, was immer noch scary ist. Aber wir haben viel mehr Unicorn und alles. Es war nur schwer, weil die Einheiten einfach nicht besiegbar sind von ihm. Und Olaf kann sich jetzt auch seinen Flughafen sichern. Der einzige, der keinen hat, ne? So. Time to strike back. Und wieder ein Comtower gone. Zwei Comtower weg. Ja. Wer hat jetzt die Power? Ah ne, doch nicht. Das hat nicht ganz gereicht. Vor allem die Comtower helfen auch uns ja, ihn überhaupt Schaden zu machen. Also. Bei vier Schaden nur. Er ist immer noch Monster. Er ist. Also. Er ist immer noch Monster. Selbst mit zwei drei Comtower sind es, ja. Er ist mit drei Comtower immer noch Monster. Unglaublich. Ah, jetzt können wir es gerne beenden. Colin, wenn du Bock hast, ne? Na, geht doch. Ist immer noch ein Monster. Ja, Daumen hoch für die Challenge, oder? So ganz im Ernst. Habt ihr schon mal so ein Javier gesehen mit 7 Comtower? I mean, like, what the fuck? Ich hätte nur 8 geben können, wäre noch lustiger gewesen. Naja. Ja, reicht's nur für die Gabe, die schlimm genug ist, die man hier sehen kann. Null Schaden, es geht schon wieder los. Er hat nur noch 2 Comtower, trotzdem null Schaden. Es ist dieser Char, ne? Das ist nicht witzig mit dem. So. Damit hat er nur noch einen einzigen Tower. Und wir können Schaden machen, trotz Gabe. Oh, wie ich das liebe. Oh, wie ich das liebe. Jetzt gehe ich auch für HQ Cap. Irgendwann müssen wir es auch mal beenden, ne? Ein Quatsch hier. It's over! Ja, du kannst 2 Einheiten produzieren, wow. Es ist keine Comtower mehr, doch einen einzigen. Und das Traurige ist, Maverick hat jetzt 4 Comtower. Ach Mensch, Colin. Das war's. Colin macht den Sack so. Eigentlich dreist, wenn man bedenkt, dass Maverick mit das meiste gemacht hat. Aber so ist das mal. Süß. Ja, vielleicht können wir auch routen. One-Shot.
One-Shot. So, so One-Shot. Ja, dafür reicht's leider nicht. Der macht Colin jetzt und sagt so, wow, wir haben's geschafft. Eine Stunde 25. Das war eine Challenge. Das sage ich euch auch. Ich alles gebe, kann ich es schaffen. Ja, so läuft es eben. Voll easy, ja, voll easy. Mach erstmal nach. Javier mit 7 Comtower ist in die Knie gezogen. Ich glaub es nicht. Und das war etwas, was du zeigst. Das Let's Play, das war der Bonuspart, die ultimative Challenge, das ultimative Finale gegen Javier. Damit sind wir durch. Dann gibt's in einem halben Jahr Advance Wars Days of Ruin, den vierten und letzten Teil dieser wunderschönen Reihe. Da hoffen wir mal, dass vielleicht irgendwann ein neues Advance Wars Spiel kommt. Wäre cool. Glaube ich nicht dran, aber wer weiß. Daumen hoch für diesen abnormal geilen Part, für das Let's Play, für die Challenge, für alles. Das war wild. Das war Advance Wars Dude Zeug. Ich hoffe, wir sehen uns bei Days of Ruin. Ist ja etwas anders. Andere Charaktere, andere Vibe. Viele neue Mechanics, aber auch das Spiel hat seinen Charme, sagen wir es mal so. Gut. Ich bin raus. Zuletzt bleibt nur eins zu sagen. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du draufklicken, da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao!